Das macht mich jetzt nicht zum besseren Mechaniker. Wenn ihr eine Aufgabe macht, die ihr nicht liebt, aber so schraubt, eine Arschlochschraube machen, kein Problem, komm rein. Was? Im Regen Reifenwechsel? Kein Ding. Kein Problem. Ich kann nass werden, aber Hauptsache die Werkzeugkiste nicht. Ach, Radlager wechseln beim T4. Kein Problem. Wenn ihr so schraubt, das ist das Wichtigste. Hallo. Hi Leute. Hi. Weißt du, was wir heute machen? Wir bauen jetzt jede Menge Sachen aus. Bei einem V10 TDI. Also, der TÜV-Prüfer würde hier, glaube ich, sagen, leicht ölfeucht. Diesen Bereich hier, das werden wir uns anschauen. Also vermuten tue ich, hier, das ist die Tandempumpe, dass er hier durch verliert. Aber es kann auch sein, dass er am Turbo verliert, dass wir auch einen undichten Turbo haben. Der hat ja zwei Turbos, ne? Der hat zwei Turbos, einmal hier und einmal dort. Wir haben ja hier einen V10 TDI. Also deswegen haben wir den Motor ausgebaut, weil wir ein Lenkgetriebe kaputt haben. Ich dachte erstmal, er verliert nur Servoöl. Nein, Öl verliert er auch. Das wird natürlich sehr interessant, den komplett auseinanderzubauen und dann später wieder zusammenzubauen. Und das Wichtigste ist, wird er dann anspringen. Was natürlich auch aufgefallen ist, wir hatten einen kaputten Ansaugschlauch. Der war richtig kaputt. Der hat ja 313 PS, 750 Newton. Und ich bin ja damit gefahren und ich hatte überhaupt keine Probleme gehabt. Wir haben hier einen Riss. Trotzdem hatte ich eine krasse Beschleunigung. Und dann später, ja, natürlich gucken wir uns auch die Turbos und so an. Wenn der Motor schon raus ist, oder? Egal. So. Den bauen wir natürlich aus, aber dazu brauchen wir Werkzeuge. Apropos Werkzeuge, Eidosch. Wo bin ich denn jetzt? Bei wem? Gedore. Made in Germany. Bizeps-Check. Bizeps 50er. In mein Traum. Darum geht's heute. Was könnte da drunter sein? Waschmaschine. Dünn wie der ist, diese Waschmaschine, die man von oben ladet. Es ist eine Werkzeugkiste und nicht irgendeine Werkzeugkiste. Es ist die 2005. Da! Gedore, Automotive und klar Spezialwerkzeuge. Ich habe die Werkzeugkiste schon seit fast einem Monat hier. Ich habe damit schon geschraubt. Ja, ich konnte es nicht abwarten. Diese Werkzeugkiste ist wie ein Mann. Und was ist beim Mann das Wichtigste? Genau die inneren Werte. Die 10. Neun Schubladen. Jetzt haben wir erstmal einen Schlüssel. War ja schon auf. Erste Schublade. Guck dir das an. Ich fange damit an, mit der Rohrzange hier. Allein die Qualität ist Hammer. Zack, 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 zack. Ich würde sagen, made in Germany. Ganz normal Zangenspitzzange. Wir haben sogar hier einen Magneten. So am Auto so arbeiten. Dann brauche ich eine kleine Knarre. Dann brauche ich noch den 13er. Dann tue ich den wieder dahin. Oder eine Option, was natürlich unrealistisch ist. Viele verlieren ja keine Schraube im Motorraum. Kann man natürlich auch dafür nutzen. Ich nutze das halt, damit ich meine Werkzeuge rausholen kann. Ist ja klar. Fangen wir mal mit dem ersten Detail an, was ich so geil finde. Hier, für die kleine Knarre, ihr habt eine kleine Verlängerung, mittelgroße Verlängerung, nochmal mittelgroße Verlängerung, riesenkleine Verlängerung. Und dann hast du hier alles hier. Bits, Torx, ne, Kreuz, Schlitz, hier bis 13er. Viel Zahn, was ich auch geil finde, die in groß bis 13er. Guck mal, wie das gemacht wurde. Da ist nichts reingepresst, das ist ein Stück. Das wurde für Schrauber konstruiert, das Ganze. Guck mal, siehst du das hier? Du bist am Schrauben. Egal wie du schraubst, es wird immer ölig. Du schraubst das raus, dann kannst du nicht mal richtig anpacken. Und dann hast du dieses Gerippelte so. Aber hier ist so richtig was drauf. Und guck mal hier, hier hast du nicht so viel drauf. Und das finde ich geil, dass du das auch hier unten hast und nicht so in der Mitte hast. Eigentlich an der Stelle, wo man es auch wirklich braucht, weil genau. Da geht man ja dran. Weißt du, das finde ich geil, dass hier einfach nachgedacht wurde. Auf sowas achte ich dann, ne? Das ist Hammer. Das liebe ich. Die kleine Knarre, die wiegt schon was. Echt jetzt? Ja, guck dir das mal an. Oh ja. Das finde ich schön. Auch für die kleine Knarre. Ne, könnt ihr nochmal die Richtung ändern. Einmal die andere Richtung. Was ich auch cool finde, wir haben ein Maßband.
Ja, ist jetzt keine Revolution, aber ich finde es cool, dass sie es haben. Ne? Ab und zu gucken, dass du noch die 50er Bizeps hast. Da hat wieder auch einer nachgedacht. Elva, aber für was, Eidosch? Bremsschläuche. Genau, du weißt das. Ich wusste das, juhu. Bremsschläuche. Das finde ich geil. Und das ist so wie so ein Schraubendreher, Eidosch. Du kannst einmal hier hin machen. Zack, 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 zack. Dann kannst du einmal umdrehen, drüber. Und dann hast du das gleiche dort. Wie so ein Ratschenschraubendreher. Finde ich schön. Das war die erste Schublade. Das erste, was natürlich einem auffällt hier, Fühlerleere haben wir auch hier drin. Ich weiß nicht, ob man noch irgendwie Ventile einstellt. Also ich mache es nicht. Aber wenn man es einfach braucht, hat man es. Vielleicht will man ja auch Zündkerzen zusammendrücken. Kann man es auch nutzen. Hier hat man einfach eine Prüflampe. Ne? Einfach mal durchmessen, irgendwas. Ja, mittlere Drehmoment haben wir hier. Bis 50 Newton. Und sehr, sehr wichtig, wenn ihr es immer reintut, Eidosch, was macht man? Zurückdrehen. Entspannen. Entspannen? Ja, die Feder entspannen. Ich bin nicht einer, der sagt Viertelzoll, Halbzoll, Einzoll. Ich sage immer mittlere Knarre, große Knarre und die ganz kleine Knarre. Das ist meine Sprache. Das ist die mittlere Knarre. Zack, entspannt. Kannst du drehen, wie du willst. Schöne wieder festmachen, das Ganze. Dann bleibt das auch so. Dann kannst du das nicht mehr bewegen. Und dann kannst du so schrauben. Ich mag es einfach, mit der mittleren Knarre zu arbeiten. Dann haben wir natürlich dreimal Verlängerung. Weißt du, was das hier ist? Guck dir das gut an. Dann denkt man sich, ey, hat man jetzt eine Antenne hier eingebaut. Achtet mal, was das hier ist. Wer kennt das von euch nicht? Ihr kommt gar nicht mit der Hand drauf. Genau so, passiert sowas. Mhm. Dann willst du es dran machen und dann zack, fällt es ab. Ich hasse das immer. Und dann die Schraube wiederholen, machen, tun und dann, ich sag mal, wenn du irgendwo eine Ansaugung oder so bist und das fällt irgendwo dazwischen, du kotzt. Und jetzt haben wir das hier, Eidosch. Leute, das ist patentiert nur bei Gedore. Zack, rein, wieder das gleiche, zack, drauf und jetzt achte mal. Shake, shake. Zieh ab. Boah, das geht ja echt schwer. Das ist Hammer, ne? Ist schon? Dieser Magnet hier vorne, das ist ein Traum. Finde ich geil. Das ist einfach geil gelöst. Allein deswegen würde ich die Kiste schon kaufen. Nur deswegen. So, Leute, bevor wir hier weitermachen, die Kiste ist natürlich für mehr oder weniger für die Werkstätte geeignet. Für Leute, die jetzt, ich sag mal, ab und zu schrauben, wäre so eine Kiste natürlich ein bisschen zu teuer. Wenn du so einen Torque anschaust, wieder was für eine Qualität wir haben. Wir haben Torques hier, wir haben Imbus, BMW Zündkerzen, 14er Verlängerung bis 19, aber als Vielzahl. Ist auch nicht so gängig, oder? Nein, ich habe den Patrick kennengelernt, das ist der Chef, der hat mir auch diese gleiche Kiste gezeigt. Ist mir auch aufgefallen, dass die sehr viel Vielzahn haben. Eine Schraube, die rostet ja auch mal gerne, ne? Ich sag mal, eine 19er ist, da packt ihr eine 19er rein. Wenn ihr so eine normale habt, dann kann die auch mal durchrutschen. Und deswegen, bei Vielzahn passiert das nicht, ne? Dass die einfach auf Vielzahn setzen. Das finde ich schön. Und das bei einer mittleren Knarre. Machen wir die dritte Schublade auf. Und Eidosch, guckt dir das an. Finde ich geil, das ist so ein Feature, was ich wieder lustig finde. Hat man nochmal einen Drehmoment für die große Knarre. Die geht natürlich von 40 bis 200 Newton. Nein, Alter, die ist so schwer. Das nenne ich doch mal eine Knarre hier. Das ist kein Drehmoment. Eine Knarre mit Teleskop. Aus so. Die ganz kleine Verlängerung hat das gleiche. Also der hat noch einen stärkeren Magnet. Echt jetzt? Ja. Oh. Ja. Von der großen Knarre auf den mittleren. Das heißt, wenn du mit der mittleren schrauben möchtest, weil du jetzt unbedingt den hier brauchst, kannst du das auch wieder nutzen. Finde ich schön.
Dann machen wir weiter. Weißt du, was das hier ist? Hier um die Bremsen aufzuhängen. Genau, das ist ein Sattelhalter, so Gummibeschichtung. Finde ich schön. Dann hat man natürlich hier jede Menge Schraubenzieher. Ja, für Schellen kannst du den nehmen oder was auch immer. 10er, 7er, 6er, 8er. Ne? Mit Metall. Mit Metall. Also kannst du kannst auch schön draufhauen, was das Zeug hält. Bei Torx kannst du es nicht machen. Nur bei Schraubenzieher. Wir sind schon in der 5. Schublade angekommen. Mann, geht das schnell hier. Dieses Fach ist für mich eigentlich das Wichtigste überhaupt, weil da ist ein Hammer drin. Ich bin doch ein Klopper, von daher hast du natürlich einen ordentlichen Hammer hier drin. Ne? Dann hat man einen Gummihammer, einen kleineren Hammer, einen größeren Hammer. Da hat man einen riesen Schraubenzieher, wenn man irgendwas rausholen möchte. Achtet mal. Das finde ich so geil. Wenn du irgendwas ausheben willst, hast du einen schönen Schraubenzieher. Es ist weniger zum Schrauben gedacht. Es ist echt fürs Rausholen gedacht. Das ist hier sehr geil. Was ist das? Ja, das ist, wenn du jetzt so Dichtung, ne? Du hast jetzt, ich sag mal, eine Ölwanne und die muss sauber gemacht werden, dann hast du so eine, kannst du so schön sauber machen. Zum Abschrauben, oder? Zum Abschrauben, ja. Ja, kannst du machen. Das will man ja reichlich bei unserer Power 10 benutzen, von daher. Musst du bestimmt viel abschrauben, ne? Genau. Das sind sehr schön. Hier sind so Dorne. Genau. Hier haben wir Bohrer drin. Schublade Nummer 6. Bis 32er Schlüssel, da hat man noch mal dieses leicht gewölbte, was ich schön finde. 7. Oh. Hat man extra einfach für die Bremsschläuche. Flachriemen, wenn ihr abbauen wollt. Ratschenschlüssel. Und Gedore ist die einzige Firma, die diese Ratschenschlüssel in Deutschland herstellt. So viel dazu. 15er Bremsen bei VW oder so. Zack, achtet mal, wie dünn das extra ist. Kommen wir zu der letzten Schublade. Und die hat es auch in sich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Achte mal. Farbig. Ja, hier hat man nochmal alles in Vielzahl. Für die große Knarre bis 32, das ist mehr für Nutzfahrzeuge, wenn ihr echt was Grobes aufmachen müsst. Irgendwas geht nicht auf und ihr müsst echt schon teilweise Gewalt anwenden. Dann habt ihr das hier, dieses Schwarz nochmal. Da könnt ihr nochmal richtig ordentlich draufhauen. Hier. Für die Radschrauben haben wir 17 bis 22. Falls du Blumen hast in der Werkstatt. Zum Schnibbeln. Zum Schnibbeln. Mit deinem Bonsai kannst du damit stutzen. Ja. Scharf? Oh, die ist sehr scharf. Wow. Guck mal. Okay, die ist doch scharf. Und damit werden wir dieses Jahr auch sehr viel schrauben. So, was mich natürlich auch interessieren würde, mit was für Werkzeuge schraubt ihr und auf welche Werkzeuge schwört ihr? Vielleicht hat der eine oder andere auch so eine Gedore-Kiste bei sich stehen. Wie findet ihr das? Wie findet ihr Gedore? Ich werde sehr viele Spezialwerkzeuge von Gedore jetzt präsentieren. Ich freue mich auch drauf, ehrlich. Euch diese Spezialwerkzeuge zu zeigen. Und wir werden Gedore im Remscheid einmal besuchen und werden Gedore in Donaueschingen einmal besuchen. Clan Spezialwerkzeuge. Gedore Automotiv. Dahin werden wir hingehen und die werden auch sehr viel über Gedore erzählen. Und Leute, ich habe natürlich auch an euch gedacht. Gedore lässt sich auf jeden Fall was einfallen und wir werden irgendwann die Tage, die Wochen ein Gewinnspiel machen. Wo ja von Gedore irgendwas gewinnen kann. Ist doch geil. Eidosch, schrauben wir? Auf jeden Fall. Fang mal an. Ich will aber auch, ne? Ja? Ich gehe auch da dran an diesem Motor. Ja, aber nicht an meine Werkzeugkiste. Muss ich dann deine alte nehmen? Du nimmst die alte, ist mir egal, was du nimmst. Okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraftsituation. Bis dann und rein. Ciao. Eidosch, nicht, dass du mir noch hier schrauben tust. Na, guck mal, sofort abschließen. Was? Du bist ja einer. Was meinst du? Wo ist der Schlüssel? Was für Schlüssel?